Willkommen zu diesem Video. Ich habe hier jetzt auch glücklicherweise direkt am Release das neue iPhone X oder iPhone 10, wie es eigentlich heißt, bekommen. Ich nenne es trotzdem iPhone X. Und was sich in der Verpackung befindet und von wie mein erster Eindruck zu diesem neuen Gerät ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. Also viel Spaß! An dieser Stelle aber auch einmal vielen Dank an RhinoShield, denn die haben dieses Video mal wieder mit unterstützt. Und RhinoShield, die stellen ja diese ultra stabilen Bumper her, die bei einem Sturz schützen. Und jetzt gibt es eben die neue ModCase, welche auch noch ein bisschen mehr Individualisierungsmöglichkeiten bietet. Und den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Aber ich würde sagen, jetzt mal weiter mit dem Gerät, ne? Also, ich habe hier die 64 GB Version, die reicht mir vollkommen aus von der Speicherkapazität her und ist auch schon teuer genug. Aber jetzt, oh mein Gott. Ah, verdammt, da kommen ja erstmal die Sticker. Zubehör ist ja, wie beim iPhone 8 und so, der normale Netzstecker, das normale Netzteil, die EarPods und eben der Lightning-Adapter, weil ja kein Kopfhöreranschluss dran ist. Aber jetzt ungewohnt klein. Ne, ich pack's gerade aus. Ja, okay. Ja, kein Problem. So, oh mein Gott, es ist ungewohnt klein, ist aber auch mega schwer, ne? Durch den Edelstahlrahmen, voll geil. Okay, Fingerabdrücke sind gleich drauf. Wir haben ja den gleichen Prozessor, insgesamt auch die gleichen Kameras, mit dem einzigen Unterschied, dass eben die Zoom-Kamera jetzt auch hier optisch bildstabilisiert ist. Das sollte auch beim Porträtmodus und so und allgemein eben bei Bildern mit der Zoom-Kamera nochmal für bessere Ergebnisse sorgen. Aber die große Neuerung ist dieses Display mit den verdammt dünnen Displayrändern. Und wow, wow. Also wir haben hier jetzt ja zum ersten Mal ein AMOLED-Display in einem iPhone, was 5,8 Zoll groß ist. Man sieht schon eine leichte Pentile-Matrix, aber es hält sich noch in Grenzen. Das ist akzeptabel für mich. Aber der Weißwert, der sieht auch erstmal gut aus. Und wir haben hier auch einen ganz leichten Blue-Shift, wie beim Pixel 2, aber bei Weitem nicht so stark. Es sieht aber so krank geil aus. Diese Displayränder sieht wie so ein Sticker aus, den man einfach auf ein altes iPhone gepackt hat, mit dem Unterschied, dass jetzt diese Displayränder deutlich dünner sind. Und der Homebutton fehlt natürlich, aber ich vermisse den, glaube ich, nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie Face ID funktioniert, weil dadurch, dass wir ja keinen Homebutton mehr haben, fällt eben auch Touch ID weg. Und das wurde jetzt durch Face ID ersetzt. Und Face ID erkennt sozusagen das Gesicht und entsperrt daraufhin dann das Gerät. Und ich richte das Ganze jetzt mal ein. Jetzt das erste Mal nach oben streichen ohne Homebutton und da sind wir. Geil. Ungewohnt groß. Ist das ungewohnt. In so einem kleinen Gehäuse, in einem iPhone, so ein riesen Display mit iOS, einem AMOLED-Display. Krank. So, und die Sache ist jetzt, hier sehe ich vielleicht einige Fragen. Dadurch, dass wir keinen Homebutton haben, wie kommen wir jetzt aus Apps wieder raus? Das Ganze ist eigentlich ganz einfach. Dann swappt man einfach von unten nach oben und schon ist man wieder zurück. Also das ist überhaupt kein Problem. Bei Siri war es dann, glaube ich, so, dass man den Power-Button gedrückt halten muss, oder? Ja, okay, dann geht Siri an und... Screenshot ist... Es war Face ID gerade, ne? Einmal drauf tippen und dann... Aber krass. Ja, es funktioniert mega gut. Geil. Das war nämlich meine größte Angst, dass es einfach nicht gut funktioniert. Und das Gerät deswegen in der Benutzung einfach... keinen Spaß macht. Aber geil. Es ist... Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu jetzt sagen soll, weil es ist kein iPhone wie jedes andere. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Und auch ich muss mich damit jetzt mal mehr beschäftigen. Ich werde das jetzt mal noch fertig einrichten und so, dann selber bei mir benutzen. Und dann natürlich auch ein paar Videos dazu noch auf diesem Kanal hochladen. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann lasst auch ein Abo da, damit ihr das eben in der Abo-Box dann angezeigt bekommt. Und sonst hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr beim nächsten Video ebenfalls wieder vorbeischaut. Also bis dahin. Ciao. Weg ist es.